Ja, guten Abend zusammen. Ich bin Marc Schopf und ich stelle ein Arbeitspapier vor, das ich zusammen mit Herrn Professor Michael Gilroy und Frau Siminova erstellt habe. Die beiden sitzen auch da hinten im Publikum. Also falls Sie Fragen haben, können Sie mir Frau Siminova oder Herrn Gilroy stellen. Wir kommen von der Universität Paderborn, wir sind allesamt Volkswirte. Und das Thema soll sein Grundeinkommen und Arbeitsangebot, der Fall Deutschland. Das Arbeitspapier dazu ist auf Englisch erschienen. Wir wurden jedoch gebeten, das Ganze auf Deutsch zu präsentieren. Dementsprechend haben wir die Präsentation auch auf Deutsch verfasst. Auf Englisch heißt das Ganze Basic Income and Labor Supply, the German Case. Ist auch online abrufbar. Die Motivation war die folgende, vor allen Dingen auch in der Wirtschaftswissenschaft gibt es viele, die der Meinung sind, dass die Einführung eines Grundeinkommens grundsätzlich zu einer Reduktion des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebots führen würde. Es gibt aber auch andere Meinungen, zum Beispiel von Van Paris, dass erst recht in dem Low-Paid-Jobsektor Jobs entstehen würden durch die Einführung eines Grundeinkommens. Niedriglohnsektor ist. Niedriglohnsektor, genau. Und zwar durch die Vernichtung der Bedingtheit der Sozialsysteme. Eng verbunden damit ist auch die Vernichtung der sogenannten Arbeitslosenfalle, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen werden. Jedenfalls gibt es diese zwei konträren Meinungen. Also dass es zwangsläufig zu einer Reduktion des Arbeitsangebots führen würde und dass es aber auch teilweise gesagt wird, dass eine Ausweitung des Arbeitsangebots stattfinden könnte. Wir haben uns jetzt überlegt, wie sieht das denn ganz konkret im Falle Deutschlands aus? Wie würde sich hier die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf das Arbeitsangebot auswirken? Und wir haben das Ganze analysiert im neoklassischen Rahmen und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass die meisten Kritiker des Grundeinkommens auch innerhalb dieses neoklassischen Rahmens argumentieren. Der andere Grund ist aber auch, davon abgesehen, dass ich persönlich viel davon halte, der andere Grund ist auch, dass viele, ich glaube auch viele von denen, die im Raum sitzen, erstmal was Negatives mit Neoklassik verbinden, aber wir hier zeigen können, dass selbst in diesem neoklassischen Arbeitsangebot tatsächlich ein Grundeinkommen positiv wirken könnte. Kommen wir also erstmal zu dem deutschen Fall und da möchte ich gerne zu der Arbeitslosenfalle hinführen, die es in Deutschland gibt. Zunächst einmal haben wir das deutsche System der Steuer- und Sozialabgaben uns näher unter die Lupe genommen. Dabei haben wir sowohl die Einkommensteuer und den Solidaritätszuschlag betrachtet, wo die Grenzbelastung in Deutschland zwischen 0 und bis zu 47% liegt. Das heißt, Grenzbelastung für den nächsten Euro, den ich verdiene, wie viel Prozent muss ich davon abgeben. Wir haben auch die Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt, da beträgt die Grenzbelastung zwischen 0 und 20%. Dann haben wir die Werbungskostenpauschale berücksichtigt, man kann ja bei der Steuererklärung diese 1000 Euro pauschal abziehen. Und wir haben die Abzugsfähigkeit von Sozialversicherungsbeiträgen in der Steuererklärung berücksichtigt. Umso mehr Sozialversicherungsbeiträge ich bezahle, desto mehr kann ich abziehen von meinem zu versteuernden Einkommen bis zu insgesamt 7374 Euro. Dann haben wir das deutsche Hartz-IV-System uns kurz angeschaut, das ist ja nicht allzu kompliziert, und haben einen Präzedenzfall herausgenommen, nämlich eine Alleinerziehende bzw. eine Alleinerziehende mit zwei Kindern. Wir haben uns für diesen Fall entschieden, weil hier in Deutschland das größte Armutsproblem besteht. Das Armutsrisiko von den Alleinerziehenden beträgt fast 50% und im Durchschnitt ist das Armutsrisiko in Deutschland nur knapp über 10%. Wir haben herausgefunden, dass der jährliche Transfer in diesem Hartz-IV-System ungefähr 18.000 Euro beträgt. Da ist das Wohngeld inklusive und zwar haben wir uns dazu ein angemessenes Wohngeld in Berlin herausgepickt. Und wie die meisten von uns wissen, betragen die Transferentzugsraten innerhalb des Hartz-IV-Systems 80 bis 100%. Und daraus folgt im Endeffekt dann auch die Arbeitslosenfalle. Dann haben wir das Ganze verglichen mit einem Grundeinkommensvorschlag des HWWI von Thomas Strauper. Wir haben den gewählt, weil der gut durchdacht ist, was die Finanzierung angeht und weil er relativ simpel ist. Das Grundeinkommen beträgt in dem Fall 600 Euro pro Monat. Das macht einen jährlichen Transfer für die kleine Familie in Höhe von 21.600 Euro, also ungefähr gleich dem Hartz-IV-Transfer. Und die Grenzbelastung beträgt in dem Vorschlag des HWWI 61% und zwar für alle Arbeitnehmer. Das heißt, es gibt einen Flat Tax in Höhe von 61% innerhalb dieses Vorschlages. Das Ganze haben wir grafisch dargestellt. Wir haben hier einen Brutto-Netto-Lohn-Zusammenhang, also an der horizontalen Achse den Bruttolohn abgetragen, an der vertikalen das Nettoeinkommen. Im Grundeinkommensfall ist es relativ einfach. Der Transfer beträgt, auch wenn ich keinen Bruttolohn erwirtschafte, 21.600 Euro und steigt damit einer Steigung von 39%
an. Das heißt, von jedem Euro, den ich hinzuverdiene, darf ich 39 Cent behalten. Linear steigt er an. Im Falle des Hartz-IV-Verweigerers, also desjenigen, der normal beschäftigt ist im derzeitigen System, entsteht diese blaue Brutto-Netto-Kurve. Die startet auch nicht bei Null, weil auch dieser Mensch Transfers enthält, nämlich in Form des Kindergeldes für die beiden Kinder, und steigt dann irgendwie zunächst degressiv, später linear an. Die beiden Kurven schneiden sich beim Bruttolohn von 100.000 Euro bzw. Nettolohn von 60.000 Euro. Das heißt, dass sich in diesem Grundeinkommensfall all diejenigen besser stellen würden, die einen Nettolohn von unter 60.000 Euro hätten, und all diejenigen schlechter stellen würden, die einen höheren Nettolohn verdient hätten zuvor. Das heißt, das System ist auch umverteilend. Dann haben wir noch den Hartz-IV-Fall. Hier der Transfer von ungefähr 18.000 Euro. Man kann sehen, durch die hohen Transferentzugsraten ist die Steigung 20, 10 bzw. 0% dieser Graden. Das heißt, es gibt kaum Arbeitsanreize innerhalb dieses Hartz-IV-Systems zu arbeiten. Erst recht nicht aus einer neoklassischen Perspektive. Hier würde es eher Sinn machen, dass die Zeit in Kindererziehung oder Schwarzarbeit zu investieren, aber für Transferentzugsraten von 90 bis 100% würde man normalerweise nicht arbeiten. Jedenfalls nicht aus einer neoklassischen Perspektive heraus, ohne intrinsische Arbeitsmotivation. Die beiden Kurven schneiden sich hier bei einem Nettolohn von 22.000 Euro. Das bedeutet, dass es erst Sinn machen würde, das Hartz-IV-System zu verlassen, wenn ich einen Nettolohn von über 22.000 Euro im Jahr verdiene. 22.000 Euro, das ist über dem Median und über dem Durchschnittseinkommen eines Alleinerziehenden in Deutschland. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt aus diesem Hartz-IV-System herauszukommen, so viel Geld zu verdienen, dass ich nicht mehr in dem Hartz-IV-System wäre. Im Endeffekt ist genau das die Arbeitslosenfalle. Ich komme kaum raus und innerhalb des Systems macht es keinen Sinn zu arbeiten. Deswegen verharre ich hier unten an diesem Punkt. Kommen wir kurz zur Grenzbelastungsrate. Das ist auch spannend. Also im HBWI-Fall ist es recht einfach. Für jeden Euro, den ich hinzuverdiene, muss ich halt 61% abgeben. Das hört sich ja erstmal relativ viel an. Wenn man sich dann aber anschaut, wie es in Deutschland tatsächlich ist, dann haben wir hier diese blaue Kurve, die zunächst einmal sehr komisch aussieht. Man möchte vielleicht annehmen, dass die Grenzbelastung irgendwie stetig ansteigen würde. Das ist schon mal nicht der Fall. Die hat durchaus Kinkpoints, geht rauf und runter. Vor allen Dingen kann man aber auch sehen, die Grenzbelastung ist am höchsten hier bei diesen mittleren Einkommen von 45.000 bis 67.000 Euro. Das ist deswegen, weil zum Beispiel bis hierhin alle Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden müssen. Ab da sind sie dann teilweise gedeckelt, sodass ich wieder runterfalle. Und hier hinten wird dann der Rest auch noch gedeckelt, sodass ich auf eine Grenzbelastung von 44% komme. Okay, später kommt irgendwann der Spitzensteuersatz, da wird es wieder ein bisschen mehr. Aber der Peak ist hier bei 54% Grenzbelastung erreicht, wo ich teilweise noch die Sozialbeiträge entrichten muss und aber auch schon den Steuersatz von 42% bezahle, plus den Solidaritätszuschlag. Was man auch sehen kann, ist, dass im Hartz-IV-Fall halt diese Grenzbelastung am Anfang nichts beträgt, weil ich ja 100 Euro im Monat hinzuverdienen darf, ohne dass mir das entzogen wird, dann aber 80, 90 bzw. 100% beträgt. Und auch spannend ist, dass jetzt in dem für uns relevanten Fall, nämlich ab diesem Schnittpunkt dieser beiden Graden, wo es ja erst Sinn macht, theoretisch zu arbeiten, die Grenzbelastung im derzeitigen deutschen System schon 46% beträgt, dann auf 54% irgendwie ansteigt und aber nie mehr unter 44% fällt. Das werden wir später im neoklassischen Arbeitsangebotsmodell noch verwenden. Das heißt, sie ist eigentlich relativ konstant. Am Anfang zwar sehr gering, aber hier unten würde normalerweise keine Alleinerziehende arbeiten, durch die Arbeitslosenfalle. Zwischenergebnisse sind also, dass der Arbeitsanreiz für Hartz-IV-Empfänger sehr klein ist im derzeitigen System, dass die Grenzbelastung außerhalb des Hartz-IV-Systems relativ konstant ist, zwischen 44% und 54%, dass die Grenzbelastung im Grundeinkommensvorschlag größer ist als im Hartz-IV-Fall, alleine schon um das Grundeinkommen finanzieren zu können, und dass die Transfers ungefähr gleich groß sind in dem Grundeinkommensvorschlag wie im Hartz-IV-Fall für einen Hartz-IV-Empfänger. Und diese Zwischenergebnisse übertragen wir dann im Folgenden auf das neoklassische Arbeitsangebotsmodell. Das neoklassische Arbeitsangebotsmodell. Zunächst zur Struktur. Jedes Individuum maximiert seinen persönlichen Nutzen. Dieser Nutzen wird generiert aus Konsum und Freizeit. Also es gibt nur ein Konsumgut, der Konsum.
Kombinationen von Freizeit und Konsum, die den gleichen Nutzen stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve. Das heißt zum Beispiel, wenn ich den gleichen Nutzen habe aus 10 Stunden Freizeit und 10 Einheiten Konsum, wie aus 15 Stunden Freizeit und 7 Einheiten Konsum, dann befinden sich diese beiden Konsumbündel oder Bündel auf dieser einen Indifferenzkurve. Ich bin indifferent zwischen den Konsumbündeln auf der Kurve. Jedes Individuum berücksichtigt bei der Maximierung seines Nutzens seine persönliche Budgetbeschränkung. Natürlich ist es so, umso mehr Freizeit ich genieße, desto weniger Zeit investiere ich in Arbeit und umso weniger ich arbeite, desto weniger verdiene ich, desto weniger kann ich konsumieren. Und im Endeffekt wählt das Individuum die Kombination von Freizeit und Konsum, die es gerade noch erreichen kann, gegeben seiner Budgetbeschränkung. Wir haben das Ganze auch formal analytisch gemacht, mit Hilfe von auch einer Kopp-Douglas-Funktion zum Beispiel und auch von CESS-Funktion, also konstanten Substitutionselastizitätsfunktion. Wir machen das im Folgenden aber nur grafisch. Erstmal grafisch der Fall ohne irgendeine Sozialhilfe, um mal reinzukommen. Wir haben hier an der horizontalen Achse die Freizeit abgetragen, L für Leisure, an der vertikalen Achse den Konsum. Ich kann maximal T-Quereinheiten Freizeit genießen, das wären zum Beispiel 24 Stunden am Tag. Ich kann aber auch zum Beispiel eine Stunde arbeiten, bekomme dafür einen bestimmten Netto-Reallohn und kann mir von diesem Reallohn einen bestimmten Konsum leisten. Nehmen wir zum Beispiel Individuum C. Individuum C genießt 0 bis hierhin Freizeit und 0 bis hierhin Konsum. Maximal kann bei dieser Budgetbeschränkung, der Steigung der Netto-Reallohn entspricht, sprich, wenn ich eine Stunde arbeite, kann ich mir halt dementsprechend so und so viel Konsum leisten. Maximal kann ich C-Konsum genießen, wenn ich alle 24 Stunden arbeite. Jetzt haben wir drei verschiedene Individuen mit ihren Indifferenzkurven, auf denen sie indifferent sind. Sie wählen die Indifferenzkurve, die gerade so noch ihre Budgetbeschränkung tangiert, weil diejenige ihnen den größten Nutzen stiftet. Und im Beispiel von Individuum A ist das bei einem relativ hohen Konsum und einer relativ geringen Freizeit, weil Individuum A halt zum Beispiel relativ konsumliebend ist. Individuum C ist sehr freizeitliebend und genießt weniger Konsum und dafür mehr Freizeit. Und B liegt irgendwo dazwischen. Das sind einfach nur drei exemplarische Beispiele. Jetzt nehmen wir uns dieses neoklassische Arbeitsangebotmodell und verwenden halt die Erkenntnisse aus dem letzten Kapitel, die da wären, dass der Arbeitsanreiz für Empfänger der bedingten Sozialhilfe sehr gering ist und wir vereinfachen, er ist null. Wir sagen also, es macht keinen Sinn für den Hartz-IV-Empfänger zu arbeiten. Das ist unsere erste Vereinfachung. Das heißt, die Steigung der Budgetgrade für Hartz-IV-Empfänger ist null. Das nächste ist, wir sagen, die Grenzbelastung für Arbeitende ist konstant. Also eigentlich liegt sie ja zwischen 44% und 54%. Wir vereinfachen und sagen, sie ist konstant, um sagen zu können, die Steigung der Budgetgrade ist konstant und variiert nicht irgendwie. Auch wieder eine Vereinfachung. Außerdem sagen wir, die Grenzbelastung ist größer für Empfänger des Grundeinkommens als im Sozialhilfefall, weil die Finanzierung halt teurer ist als die einer bedingten Sozialhilfe. Das heißt, die Steigung der Budgetgrade ist absolut gesehen flacher im Falle des Grundeinkommens. Und wir sagen, der Transfer ist genauso groß im Fall des Grundeinkommens wie im Fall der bedingten Sozialhilfe. Was passiert jetzt, wenn wir, und wir sind ja nun mal in einem System der bedingten Sozialhilfe, ausgehend von dem Fall ohne Sozialhilfe hin zu diesem bedingten Sozialhilfefall gehen? Nun, zunächst ändert sich mal die Budgetbeschränkung. Und zwar kann ich jetzt schon konsumieren, ohne dass ich überhaupt anfange zu arbeiten. Ja, ich genieße 24 Stunden Freizeit, kann aber konsumieren, und zwar C-Unterstrich, genau in der Höhe der bedingten Sozialhilfe. Ich kann aber auch arbeiten. Wenn ich arbeite, ist mein Netto-Reallohn jedoch geringer als zuvor im Fall ohne Sozialhilfe, weil ich ja diese bedingte Sozialhilfe auch finanzieren muss. Das heißt, der maximale Konsum, den man genießen kann, ist jetzt noch C-Strich. Das ist also unsere neue Budgetbeschränkung. Entweder nicht arbeiten und hier konsumieren können oder arbeiten und hier entlang dieser Linie konsumieren können, was im Endeffekt dazu führt, dass niemand innerhalb dieses Bereiches hier arbeiten wird, weil der Konsum dann genauso groß wäre, als wenn man gar nicht arbeiten würde. Wie passen sich jetzt die Individuen an diese neue Gegebenheit an? Das hängt von zwei Effekten ab, die Einkommens- und Substitutionseffekt heißen. Individuum A zum Beispiel, wenn Individuum A jetzt genauso viel arbeiten würde wie vorher,
würde es einen geringeren Konsum genießen können. Deswegen ist Individuum A tendenziell dazu angereizt, mehr arbeiten zu bieten. Also sich hier nach links zu bewegen auf der Kurve. Das ist der Einkommenseffekt, um das Einkommen konstant zu halten, was man zuvor schon hatte. Andererseits gibt es den Substitutionseffekt, der wirkt in die andere Richtung, und zwar, weil jetzt der Konsum relativ teurer wird im Verhältnis zur Freizeit. Der Netto-Reallohn sinkt, das heißt, wenn ich jetzt eine Einheit mehr Freizeit genieße, muss ich auf weniger Konsum verzichten als zuvor. Gleich ist das beim Individuum B, anders ist es beim Individuum C. Individuum C hat hier keinen Einkommenseffekt, weil wenn es jetzt genauso viel arbeiten würde wie zuvor, würde es auch das gleiche Einkommen generieren, nämlich das der bedingten Sozialhilfe, C-Unterstrich. Es wirkt aber ein Substitutionseffekt, denn egal wie viel weniger Individuum C arbeiten würde, es könnte den Konsum aufrechterhalten. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Individuum C den Arbeitsmarkt verlassen wird. Und bei Individuum A und B ist es nicht klar, in welche Richtung die sich bewegen, weil die beiden Effekte konträr wirken. Und wir haben es jetzt darunter gesetzt, das muss nicht stimmen, aber halt um zu signalisieren, dass es sowohl nach links als auch nach rechts gehen kann. Das heißt, Individuum C hat den Arbeitsmarkt verlassen. So, und jetzt ausgehend von diesem System der bedingten Sozialhilfe überlegen wir uns, was passiert, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen einführe innerhalb dieses Modells. Weil die meisten anderen, die irgendwie überlegen, was denn im neoklassischen Arbeitsangebotsmodell passiert, die gehen von dem Fall ohne Sozialhilfe aus und führen dann das bedingungslose Grundeinkommen ein. Und das ist natürlich nicht realistisch, weil wir ja schon diese bedingte Sozialhilfe haben. Was passiert jetzt also ausgehend von dem System bei der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens? Nun, wir haben gesagt, die Höhe ist die gleiche wie zuvor. Das heißt, wenn ich nicht arbeite, kann ich wieder C-Unterstrich konsumieren. Es ist jetzt aber so, dass ich ab dem ersten Euro, den ich hinzuverdiene, halt gleich etwas davon behalten kann. Das heißt, ich lande nicht wieder bei Null und fange von vorne an, sondern ich kann gleich hinzuverdienen. Die Steigung ist jedoch flacher in diesem Fall, weil halt das bedingungslose Grundeinkommen einen höheren Finanzierungsaufwand benötigt als die Sozialhilfe. Wie passen sich die Individuen an? Bei Individuum A ist es genauso wie eben, der Einkommenseffekt wirkt nach links, der Substitutionseffekt nach rechts. Bei Individuum B ist es so, dass beide Effekte nach rechts wirken, auch der Einkommenseffekt, denn würde Individuum B genauso viel arbeiten wie zuvor, hätte es schon ein höheres Einkommen als zuvor. Deswegen würde es tendenziell eher mehr Freizeit genießen. Das heißt, im Endeffekt, da beide Effekte in die gleiche Richtung wirken, wird B weniger Arbeit anbieten als zuvor. Bei A ist es nicht klar. Und C wird mehr Arbeit anbieten als zuvor, weil hier kein Einkommenseffekt wirkt. Denn wenn er genauso viel arbeitet wie zuvor, nämlich gar nicht, dann kriegt er das gleiche Einkommen. Er hat jetzt aber die Möglichkeit, durch eine geringe Arbeitsaufnahme schon ein Einkommen generieren zu können. Das heißt, der Substitutionseffekt wirkt nach links. Also C tritt wieder in den Arbeitsmarkt ein. Das heißt, was sind unsere Ergebnisse? Die Ergebnisse sind, dass erstmal das bedingungslose Grundeinkommen das Problem der Arbeitslosenfalle löst. Dann als kleines Nebenergebnis, dass der Grundeinkommensvorschlag des HBWI sowie auch die meisten anderen Grundeinkommensvorschläge umverteilen wird. Und aus der neoklassischen Perspektive ist es so, dass eventuell das Arbeitsangebot einiger Beschäftigter steigt, nämlich das des Beschäftigten A in unserem Beispiel. Das Arbeitsangebot anderer Beschäftigter wird auf jeden Fall sinken, von solchen Leuten wie dem B. Und was aber auch passiert ist, dass sich die Partizipationsrate auf dem Arbeitsmarkt in jedem Fall erhöhen wird. Das heißt, wir können sagen, dass die Beschäftigung insgesamt sogar steigen kann durch die Einführung eines Grundeinkommens und dass in jedem Fall die Arbeitslosigkeit sinken wird durch die Einführung eines Grundeinkommens. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.